Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier in der Team Hundecoach Community auf unserer Videoplattform. Solo, vierjähriger Mischlingshund, den haben wir mit einem halben Jahr aus Kroatien adoptiert, hat dort in einem Shelter gelebt und ist jetzt 3,5 Jahre in Deutschland. Und Laura erzählt ein bisschen was über die Probleme, die wir haben. Ja, wir sind seit kurzem mit Solo bei Alex im Training wegen verschiedenen Baustellen. Allen voran haben wir Probleme mit Solo im Freilauf. Wir können ihn nicht freilaufen lassen, weil er fehlende Orientierung zeigt. Also er rennt zu allem hin, was ihm irgendwie spannend vorkommt, auch auf große Distanz. Dann für uns jetzt aktuell sehr wichtig ist, dass man halt so ein generelles Verständnis für den Hund bekommt, aber auch die Probleme halt nicht nur isoliert betrachtet, sondern eben die ganze Thematik, das Verhalten von uns, von dem Hund betrachtet und dafür dann Lösungen findet. Laura wollte auch unbedingt wissen, natürlich, worin das Verhalten von Solo begründet liegt. Also welche Gründe gibt es dafür, dass Solo zum Beispiel an der Leine bei manchen Hunden so ausrastet? Und um das ein bisschen besser einschätzen zu können, wollen wir Solo jetzt mal mit verschiedenen Hundetypen zusammenlassen. Kann er schon? Mhm. Okay.